Das ist meine Steinbackofenanlage, die ich mir vor 8 Jahren gebaut habe. In dieser Zeit war der Steinbackofen wöchentlich in Betrieb, meistens zum Brotbacken am Samstag, aber auch für andere Dinge und wurde also permanent genutzt und befeuert. Der Steinbackofen besteht aus einer Fertigkuppel aus Ton, die eine Stärke von ca. 4 cm im Schnitt hat. Diese Kuppel steht auf ca. 80 mm Foamglas, darauf 50 mm feuerfeste Schamottsteine. Hier wurde die Kuppel aufgemauert und wurde dann fertiggestellt. Auf diesem Gittergewebe wurde ein Schamottmörtel von im Schnitt 5 cm zusätzlich aufgebracht. Die Mächtigkeit der Kuppel ist also ca. 15 cm am Schluss. Kuppel wurde dann mit Keramikwolle in den Bereichen, wo sie besonders heiß ist, isoliert, zusätzlich dann darauf Glaswolle. Und sämtliche Hohlräume wurden zugeschüttet mit Porotonkugeln. Abgedeckt ist das Ganze nachher mit einem Gemisch von Porotonkugeln und Zement, um die Kuppel nach oben hin zu isolieren. In der Kuppel drin wurden 25 mm starke 30x30 Platten verlegt. Jetzt nach 8 Jahren zeigen sich hier die ersten schwerwiegenden Probleme. Hier habe ich mal in eine glühende Kuppel ein Holz eingeworfen. Die Kuppel ist gerissen und zwar komplett über den Boden. Und innerhalb der Kuppel, die komplette Konstruktion oben ist eingerissen. Die Risse sind auch zum Teil verbunden. Das ist der Boden, das ist die Rückwand, die ist besonders kritisch. Und das ist die Kuppel nach oben. Man sieht, dass die Risse auch miteinander verbunden sind, was es vielleicht ein bisschen schwierig macht. Aber hier sollte eigentlich nichts abbröckeln, denn außen sitzt, wie gesagt, der Schamottmörtel drauf. Ich habe jetzt vor, die Risse hier mit einem Zement, der mit Schamott und Alu verbunden ist, aus Spanien zu kleben. Diesen Riss werde ich mit Schamottpulver ausrieseln und dann feucht werden lassen. Darüber noch einmal mit diesem Alu-Schamott-Zeugs abspachteln. Und darauf soll dann möglichst im Dünnbettverfahren, weil ich sonst Schwierigkeiten mit dem Portal bekomme, also im Dünnbettverfahren ein Schamottbelag von ca. 30 mm eingeklebt werden. Die Frage ist jetzt, ob ich den Boden komplett abschlemmen soll, ob ich die Platten im Dünnbettverfahren überhaupt einkleben kann. Es ist sehr schwierig, in diese Kuppel hineinzukommen, denn die weiteste Stelle ist 1,20 Meter weit weg und der Eingang ist nur 30 cm breit. Es wird also schwierig, da die Platten einzufügen, und es wäre also schön, ich könnte das im Dünnbettverfahren machen und die leicht anklopfen. Ja, wenn das alles nicht funktioniert, trage ich das Ding zu Grabe.